Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerditech. Heute einmal mit einem kleinen Unboxing auf die Schnelle. Ihr seht hier links meinen kleinen blauen neuen Plastikbomber, das iPhone 5C, ist ja mittlerweile hinreichend bekannt. Und rechts mal wieder ein Produkt von Spigen oder Spigen SGP, eine meines Erachtens nach amerikanische Firma oder ein amerikanischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Handyhüllen aller Art. Hier haben wir jetzt mal das Modell Neo Hybrid. Something you want heißt es hier, ganz interessant. Und zwar für das iPhone 5C. Die sind ja immer noch alle eigentlich relativ selten. Warum ist das Ganze Neo Hybrid genannt? Naja, es ist ein Zweiteiler, das werden wir gleich beim Auspacken auch sehen. Beziehungsweise hier seht ihr es jetzt auch schon einmal auf die Schnelle. Das ist also ein Zweiteiler, eine Outer Shell quasi und dann der farbgebende Bumper. Das ist hier die Version Dante Red und wir haben natürlich hier einmal Anti-Schock. Auch das ganz, ganz wichtig, denn naja, es ist ja nun mal zwar ein hochwertiges, aber doch irgendwie nur Kunststoff, was unser 5C hier umgibt und da war ich schon immer so ein bisschen skeptisch, wie sich das Ganze bei einem eventuellen Sturz verhält. In mehreren Sprachen hier aufgelistet, Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, alles dabei. Und ganz wichtig, ein Certificate of Authenticity, Entschuldigung. Kann ich jetzt, während ich das Ganze hier auspacke, mal ganz kurz was zu sagen. Solltet ihr natürlich immer darauf achten, denn Spigen zum Beispiel oder auch ein paar andere renommierte, namhafte Hersteller werden natürlich immer wieder Opfer, in Anführungsstrichen, von, ja, Fälschungen, ja, von billigeren Varianten. Spigen ist da in der Hinsicht offizieller Reseller bei eBay und Amazon, hauptsächlich vor allem im amerikanischen Raum. Das Ganze übrigens sollte auch nicht vergessen werden, mir freundlicherweise hier mal wieder zur Verfügung gestellt von 7 Media Systems. Dafür ein Dankeschön und unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich dann auch den Kauflink aus ihrem Amazon-Shop. Ein Link zur Herstellerseite von Spigen und noch viele weitere Kleinigkeiten, denn es gibt neben dem Neo Hybrid noch ein paar andere. Ich habe da auch schon mal ein Video für eine iPhone 5 Hülle gemacht. Ein paar andere Modelle, die alle auch schon auf dem aktuellsten Stand für das iPhone 6 und 6 Plus vorhanden sind. Da sehen wir es jetzt mal von innen. Macht auf den ersten Blick schon einen sehr soliden Eindruck. Die Farbe gefiel mir auch ganz gut. Da gibt es also noch ganz viele andere. Blau, Gelb, Grün, Schwarz. Ja, wie gesagt, viele andere halt. So, jetzt nehmen wir das Ganze eben auseinander. Muss man, glaube ich, vorher auch kurz, bevor man das Ganze zusammenbaut. Einmal hier den Bumper mit den metallischen Knöpfen einmal kurz abmachen. Das sind also quasi die zwei Teile, die wir da zur Verfügung haben. Das ist einmal dieser Silikon, der Silikon-Case und dann wie gesagt der angesprochene Bumper, den es dann in den x verschiedenen Farben gibt. Preis liegt, soweit ich mich entsinne, bei um die 19 Euro. Das ist, finde ich, für ein qualitativ hochwertiges Produkt absolut angemessen. Und jetzt versuchen wir das Ganze immer da reinzukriegen, denn das Entscheidende ist ja nun am Ende doch immer nicht nur Look and Feel, sondern auch die Passform und die macht hier auf den ersten Eindruck einen sehr soliden Eindruck. So sieht das Ganze also quasi nur mit dem Bumper aus. Und jetzt versuchen wir den Bumper auch mal wieder drum zu kriegen. Also was mich jetzt noch so ein bisschen wundert, sind die Lautstärketasten hier. Und zwar haben die zwar einen sehr, sehr ordentlichen Druckpunkt. Und das Ganze sieht auch insgesamt gar nicht so schlecht aus. Hier seht ihr, es funktioniert alles einwandfrei. Was allerdings ein bisschen verwundert ist, ich versuche es mal hier ein bisschen heller zu machen. Da seht ihr es. Der Rahmen wirkt so ein bisschen drüber gepresst. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was falsch gemacht habe. Entschuldigung, dass jetzt hier das Display total überbelichtet ist. Also dieser rote Bumper hier am Rand, vielleicht kann ich das so nochmal so ein bisschen besser zeigen, da sieht man so ungefähr über dem Minusknopf, wirkt so ein bisschen gequetscht, als ob der, oder hier könnt das auch erkennen, dass es also nicht 100%ig gerade ist hier. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt dann doch eher auf eine
nicht ausreichende Verarbeitung hindeutet oder ob ich da jetzt einfach zu blöd war beim Festmachen. Auch hier sehen wir noch so eine kleine Ungereimtheit. Da drückt sich also das Silikoncase scheinbar nicht so richtig an. Ich mache den Bumper mal nochmal ab und guck mal, ob ich da vielleicht noch irgendwie was dran ändern kann. Ganz kurz nochmal hier zur bebilderten Anleitung. Wir haben uns also auch nicht irgendwie total blöd angestellt, sondern Installation, ja, Silikoncase zuerst und dann den Bumper von oben quasi drüber stülpen, heißt es hier. Probieren wir einfach mal. So, nachdem wir das Ganze jetzt hier ordnungsgemäß angebracht haben, ihr habt gerade vielleicht hier auf dieser Seite noch diese kleine, ja, Kurve gesehen, die sich da ergeben hatte. Ganz, ganz wichtig, habe ich selber etwas spät bemerkt und muss ich natürlich jetzt im Nachhinein dann doch positiv anmerken und mich selbst wieder so ein bisschen in die Kritik nehmen. Ihr seht jetzt hier mittlerweile am Rand, die Passform ist ideal. Und das liegt einfach daran, da sind so kleine, ja, sag ich mal, Zähne dran am Rand des Bumpers, die man einfach, wenn die so ein bisschen überstehen, hier so unter diesen schwarzen Silikonrand drunter drücken muss. Ne? Dann seht ihr jetzt hier auch eine ordentliche Nut oder Naht, besser gesagt. Und dann sitzt das Ganze auch ordentlich eng und ohne irgendwelche großen Abstände. Auch hier in dieser Kameraeinstellung sehen wir jetzt auf der gesamten Linie doch also eine mehr als zufriedenstellende Verarbeitung. Entschuldigung dafür, dass ich da am Anfang etwas negativ überrascht schien oder wirkte, gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Damit soll es das auch fürs Erste wieder gewesen sein. Mein Unboxing und erster Eindruck hier von dem SpyGen Neo Hybrid Case. Wie gesagt, die Auswahl ist groß. Schaut einfach mal in dem Amazon Shop vorbei. Auch für die ganz neuen Besitzer eines iPhone 6 und 6 Plus gibt es da eine riesige Auswahl, sowohl in Farbe als auch in Form und Schutzfaktor. Und damit danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir den Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut euch auch mal die anderen Playlists unten in der Videobeschreibung an und wir sehen uns nächste Mal wieder hier bei Nerdy Tech. Euer Jens von Nerdy Talk. Ciao.